Also eigentlich genau dasselbe, aber habe ich aufgepasst, was ich gemacht habe? Nee, natürlich nicht. Hallo zusammen bei Besagan, ich bin Sammy und mache heute ein bisschen weiter bei Clockwiser. Ich möchte es eigentlich ein bisschen so halten wie bisher, so dass in losen Abständen dann jeweils ein bisschen neue Clockwiser-Folgen kommen. Aber ich möchte, dass die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen anziehen. Ich habe jetzt auch schon ein Weilchen nicht mehr Clockwiser aufgenommen und konnte da ein paar Mal darüber schlafen und denke, dass vielleicht mein Hirn irgendwas gelernt hat während dem Schlafen, so dass das jetzt. Nee, bisher noch nicht, aber. Es ist schon ein Weilchen her und ich merke gerade, es ist verdammt schwer zu sprechen und zu spielen gleichzeitig. Ach du Scheiße. Ja, nee, was ich sagen wollte eben, es ist schon ein Weilchen her. Ich habe ein paar Mal darüber geschlafen. Ich hoffe, dass mein Gehirn das ein bisschen verarbeitet hat und dass ich jetzt besser geworden bin bei dem Spiel in der Zwischenzeit, ohne irgendwas zu tun dabei. Damit wir hier so mindestens 10 Level pro Part schaffen, ne? So, jetzt kann ich die eigentlich. Ja, es schadet nicht. Komm, ich mach die so rüber. Explodiert die Bombe, egal. Machen wir den noch eins zurück und dann kann diese hier runterkommen. Ach, okay. Ich sollte. Ja, okay. Ach, Ja, ich will es ein bisschen zügig machen, aber zügig nach meiner Definition, nicht nach deiner. Ich denke jetzt gar nicht nach, ich mache es einfach so wie vorhin. So, dann. Ach so, der sollte jetzt da nicht da drauf kommen, dann nehmen wir die so. Und dann. Oh shit. Geht da runter. So, dann lassen wir die fliegen und dann war's das schon, oder? Easy. Your password is Herr Schnippo. Watch your step. Okay, zwei müssen wir. Oha, zwei müssen wir behalten. Ja. Ja. Dann drehe ich die um. Nehme die mal weg. Und dann würde ich sagen, ich möchte jetzt da die obere eigentlich ganz. Nee, komm, ist egal. Runter damit, komm. Runter damit. Hui! Ja? Ist die noch rüber? Ja, komm, schneller. Ist nicht viel Zeit in diesem Level. Ja, aber geht gut so. Geht gut voran. Okay, jetzt doch. Nee, nicht wieder diese Diamanten. Und man hat 10 Sekunden Zeit. Was ist das denn? Da muss man irgendwie ein, zwei Moves machen. Die muss man einfach kennen. Ja gut, da muss ich jetzt ausprobieren, ne? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Was passiert denn, wenn ich den hier eins drehe? Ha, okay. Nö, das war falsch. Nochmal. Was passiert denn, wenn ich nur die unten eins drehe? Nein, das ist irgendwie nicht, was ich will. Was ist, wenn ich den ganzen Turm eins drehe? Ja. Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Kann ich den jetzt einfach runternehmen? Ja, nicht wirklich, nein. Auch nicht. Scheiße, okay, ich blamier mich jetzt hier voll vor der Kamera, weil wenn ich das jetzt nicht mit der Kamera aufnehmen würde, würde ich in aller Ruhe überlegen und ja, klar, so macht man's. Aber jetzt vor der Kamera habe ich halt so ein bisschen den Willen, das zügig zu machen und. Oh Gott. Ich kann das noch schneiden. Ich überlege jetzt mal. Ich kann es ja schneiden, ne? Ich verstehe es immer noch nicht, wie das denn gehen könnte. Ach, oh. Nee, so nicht. Okay. Also irgendwie sollten da nicht allzu viele runterfallen, ne? Das war doch gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur zu wenig Zeit, um irgendwas zu korrigieren, wenn irgendwas nicht gut ist.
dann ja, aber ich kann doch gar nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe. Aber es hat geklappt. Okay, Level 43. Da müssen wir einfach den Turm in der Mitte wegkriegen. Ja, 1,20 hat man da Zeit. Ja, das ja. Das ist jetzt die Schwierigkeit nicht, weil ich kann ja jetzt mir das Ganze hier ein bisschen zurechtlegen. Okay, ist jetzt nicht so optimal, weil da sollte ich Bomben dazwischen haben, denke ich mal. Ja, da eigentlich auch, ne? Da ist jetzt 0,1 hoch. So, du kommst jetzt hier noch eins rüber. So. Dann hier. Und dann lasse ich die Bombe los, oder? Also das ist eigentlich alles. Vielleicht hier noch drehen, damit ich jetzt... Okay, so. Und... Bang. Oder so. Also in meinem Kopf hat es jetzt Boom gemacht, aber... Okay. Nein, das geht ja gar nicht. Da muss eine noch in... Da muss noch eine Verbindungsbombe hin, damit die alle auf einmal hochgehen. So, jetzt. Ja, cool. Level 44. Survival of the Fittest. Und das sieht jetzt ein bisschen... Nee. Das sieht jetzt ein bisschen einschüchternd aus hier. Also ich muss jetzt so quasi... Ich möchte den rüber haben. Kann ich den nicht da rüber kriegen? Alter. Nee, Moment mal. Ich muss ja... Ja. Ja... Ich muss die irgendwie zusammenbringen. Sonst explodieren die mir alle. So. Wie kriege ich den jetzt noch ins Eck? Ich will. Bin ich jetzt so blöd dafür? So. Und dann noch. So, genau, dann überlebt doch ein Diamant, oder? Wenn ich jetzt eine Bombe platzen, eine Bombe, ja, ja. Ja, das war nicht durchdacht. Okay, was ist denn, wenn ich irgendwie sowas mache? Hier noch einer. Genau, und dann lasse ich den hier runter. Hui! Yeah! Jetzt müssen die noch ein bisschen rüber. Das ist jetzt ein bisschen unschön, was ich hier gemacht habe. Aber ist mir eigentlich wurscht. Welche müssen jetzt hier hoch? Da. Und dann noch eins rüber. Jo, gut! Passwort! Okay, also da sehe ich erstmal nichts, also das ist ja, was zur Hölle? Hä? Was ist denn das? 66, ich habe nicht die richtige Anzahl Diamanten, ich habe da irgendwelche gelben Kästchen, die ich nicht brauche. Was zur Hölle? Okay, ich mach mal was, keine Ahnung. Ich mach mal was und wenn es nicht gut ist, mache ich irgendwas anderes. Wenn die Diamanten da runterfallen, das ist aber nicht so toll, ne? Und so explodiert die Bombe, das ist auch nicht so toll. Aber andererseits, wenn ich das jetzt nochmal mache, ich habe keine Ahnung, ob das schlau ist oder nicht. Okay, also Diamanten habe ich genug.
Scheiße. Diamanten habe ich genug. Will ich nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Kann ich vielleicht hier die... Der fällt ja runter, oder? Nee, der fällt nicht runter. Moment mal. Nee, der fällt nicht runter. Cool. Jetzt kann ich doch die... Nee. Also brauche ich nur die drei roten. Die Diamanten müssen da weg. Oh Gott. Die Bombe... Wie hole ich jetzt die Bombe hoch, ohne dass... Sag mal. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Wie kann ich denn... Ich meine, so habe ich sie drauf, aber ich will ja nicht... Ich mache es halt auf die umständliche Art und Weise. Ja, okay, ich hätte... Nee, Moment. Jetzt die Bombe hier rüber. Genau, Diamant 1 zurück. Und jetzt die Bombe dazwischen. Hui! Jawohl, genau. Okay, und hier drüben mache ich jetzt irgendwie in diesem ganzen Durcheinander das gleiche... Moment, wenn ich jetzt die... Jetzt kann ich ja die schon mal runterlassen. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich da noch einen roten. Der ist jetzt irgendwie... Kann ich den mal... Vielleicht schon... ich muss den nur noch hochheben. Scheiße, die Zeit läuft. Ich drücke einfach Stopp. Ich sag's euch, wenn ich's jetzt, wenn's mein Kopf das nicht rechtzeitig hinkriegt, dann drücke ich einfach Stopp. Wie kriege ich denn jetzt den scheiß Roten da hoch? Moment, ich mach die wieder hoch aufeinander. So, dann hier mal alles rüber. Komm. So, jetzt den Roten runter, komm. Okay. Und jetzt irgendwie hier, Bombe, komm. Ja, und jetzt diese noch. Habt ihr auf die Zeit geschaut? Oh mein Gott, okay. Ja, ich habe doch nicht Stopp gedrückt, weil das wäre ja beschiss. Aber wow, okay. Level 46. Das ist wieder das Gleiche, so wie es ausschaut. Außer, dass die roten... What the hell? Ach so, ich lasse die einfach... Ja, ich lasse die runter, wo sie sind. Oh mein Gott. Also mein Hirn hat jetzt komplett abgeschaltet, ne? Das ist jetzt echt... der muss da weg, sonst explodieren die Roten auch, das will ich nicht. Dann hier muss der, komm mal, eins rüber. So. Wenn ich die jetzt, ja, dann explodiert der Diamant nicht, aber das ist mir wurscht. Nee, nicht so. So. Au! Das war nicht, was ich wollte, eigentlich einen Teleporter wegsprengen. Aber mir fällt gerade auf. Ach du Schande, wie spreng ich den denn weg? Dann muss ich hier zwei Bomben. Dann muss ich hier eigentlich sowas haben. So. Okay. Jetzt die roten darunter. Hui. So. Und auf der anderen Seite... Oh Gott, ich weiß nicht. Also die Diamanten brauche ich noch. Das heißt... die Geld muss ich weg. Also eigentlich genau dasselbe, aber... Habe ich aufgepasst, was ich gemacht habe? Nee, natürlich nicht. Also Diamanten, die brauche ich noch. Das heißt, die mache ich jetzt hier mal rüber. Und hier muss jetzt irgendwie eine Bombe da drauf und ich kann ja hier so und dann die rüber und jetzt muss die nur hoch und gut ist. Wieso bin ich denn zu blöd, jetzt diese Bombe da hoch zu bekommen? Echt? Ey, einfach weg damit mit dieser Scheiß. Oh,
Oh, nein, sag jetzt nicht, jetzt habe ich zu viele Diamanten über dich gelassen, ich Arsch. Weil die können ja hier nur einzeln runter. Und dann jedes Mal macht's Bing. Ja, Moment. Das ist kein Problem. Ich sperre die hier rein. So, dann. Wie viel brauche ich noch? Ja, der kann mal runterkommen. Jetzt brauche ich noch zwei. Gut, der geht jetzt einfach auf der Seite runter. Hui. Und jetzt muss ich den noch aufheben oder umdrehen. Und gut ist. Jetzt! Huh. Okay, das schaue ich mir noch ganz kurz an. Wenn das kurz geht, dann kriege ich das noch in diesen Part rein. Why use the day gravitizers? Das heißt, geht's auch ohne oder wieso? Also, da steht ja alles schon, es muss ja nur das Gelbe, muss. Ach so, es muss da hoch. Ja gut, dann. Ja gut. Ich könnte natürlich. Ja, ich könnte natürlich. Ich meine, wenn der Titel schon mich so fragt, wieso soll ich da diese Pfeilplatten, diese Anti-Gravity-Dinger benutzen, wenn der mich schon so fragt, dann benutze ich die halt nicht. Vielleicht ist das der Trick dabei. Einfach Titel lesen und alles ist gut. Da muss ich jetzt nur den da hochkriegen irgendwie. Ich denke schon wieder verkehrt herum, das ist sowas von. Ja, genau. Also ich will den nur hier rüber kriegen. So, genau. Und da rein. So, der kann wieder zurück. Der Teleporter, der kann fliegen, mit dem mache ich jetzt, was ich will. So. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie diese Pfeildinger funktionieren. Aber ist egal, brauche ich nicht. Wie der Titel schon sagt, wer braucht die schon? So, jetzt. Ja, eigentlich. Nee, das geht nicht. Du musst da kurz runter. So. So, jetzt lassen wir den drauffallen. Okay. Ah ja, was ich noch sagen wollte, eigentlich wollten wir ja einen weiteren Locomotion-Part raushauen, aber wir sind dann irgendwie bei Red Dead Redemption 2 bei der Schatzsuche hängen geblieben. Das ist einfach, ich finde das einfach zu cool, da die Schatzsuchen, die sind einfach so geil. Und deshalb sind wir dann nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Deshalb gibt es jetzt mal wieder einen Clockwise-Part. Ja, da eins dran vorbei ist auch daneben. So, cool, es geht voran. Schauen wir mal, wie es weitergeht im nächsten Part. Ob ich dann immer noch so wach bin oder nicht wach bin wie jetzt. Und dann, wie sagt man denn Tschüss in unserem Kanal? Ich weiß es nicht. Ja, lasst ein Like da, teilt unsere Videos und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Einfach so, oder? Jetzt habe ich Hunger, aber egal. Hallo zusammen bei Besagan und ich fange nochmal an.